Morgen. Heute ist der letzte Tag und wir gehen jetzt gerade zum Frühstück. Ich bin absolut müde und ich habe das Gefühl, ich habe kaum geschlafen, nachdem sie im Zimmer gestern Abend so gestunken hat. Und ja, wir sind heute wieder genauso spät dran wie gestern in der Früh. Ich bin jetzt fertig mit Duschen und jetzt dürften wir eigentlich unsere Koffer zusammenpacken. Aber ich habe keinen Bock. Und es sieht so unglaublich hier aus. Ich sag's euch, wenn ihr das sehen würdet, wie es da aussieht. Dann würdet ihr genauso einen Vogel bekommen wie ich. Hey. Oh, wir haben gerade TikToker gesehen. Wie heißen die? Laberababa, glaube ich. Genau. Julia meinte, die haben irgendwie 1 Million auf TikTok und ich habe. 1,2. Okay, alles gut. Ich kenne die nicht. Auf Safe, ich kenne die nicht. Laberababa. Ich dachte zuerst so, ja, ich gehe hin und mache ein Foto, aber keine Ahnung, ist hier kacke, ich kenne die ja nicht Ja. mal. Fertig mit dem Essen und wir chillen jetzt hier noch ein bisschen, spielen noch Billard. Genau. So, wir haben gerade noch Postkarten gekauft und waren noch bei BK. Und was gibt es da? Uns ist dann aufgefallen, so ja, in Deutschland gibt es doch den Brownie. Und ups, habe ich ein bisschen übersehen. Es gibt aber den Chicken mit den ganz viel Käse. Den gibt es nicht. Sad life, aber der war geil. Der war so geil. Ich glaube, ich werde den Deutschland vermissen. Ich habe den jetzt einfach nur reingehauen, obwohl ich eigentlich abnehmen möchte. Und ups, ich glaube, das wird einfach im Urlaub an sich nichts. Muss ich halt zu Hause anfangen. Ich hoffe es auch. Und für meine Schwester haben wir auch noch was gekauft, weil die wollte nämlich noch was haben. Und dann geht's jetzt mal wieder zum Hotel, weil wir müssen nur noch ein Video drehen. Und dann glaube ich, kommt die hoffentlich bald der Bus, weil wir haben irgendwas mit 14 Uhr, oder? Auf 15 Uhr 8 oder so. Und kurz vor 17 Uhr sollten wir im Hotel sein, weil natürlich dann unser Bus kommt, mit dem wir dann 2 Stunden fahren dürfen. Yay! Wir haben safe, Dann habe ich maximal 12 Cheese Double Chicken kaufen für 96,60. Hä, in Deutschland geht es doch bis 100 oder nicht? Das ist super, das ist gar nicht. Komm jetzt! Ich erbete. So, wir haben jetzt unsere Koffer fertig. Wir haben meinen gerade gewogen. Der wiegt einfach 19,4 Kilo. Pack 24. Das ist unser Bus. Um 17:40 Uhr kommt. Wir stehen jetzt um 17 Uhr draußen striegelt und gebügelt und auf dem Bus. Yay! Wie hast du? Wenn ich mich nicht um alles kümmere, dann funktioniert hier gar nichts. Wenn er nicht guckt, dass irgendwas funktioniert, funktioniert hier gar nichts. Ohne Witz, wir standen auch am Flughafen und die hat dieses Transportshuttle nicht gefunden. Er hat gesagt, wir müssen da draußen warten. Nee. Vor der Haustür warten ist halt nicht am Flughafen. Ne? Ich hab so das Gefühl, alles bleibt an mir. Das ist so ein ungutes Gefühl. Nachdem wir gerade einen verrückten Mau Mau gespielt haben, mit den Einhörnern drauf, warten wir jetzt auf den Bus. Der Bus kommt circa eine Stunde, beziehungsweise eine Stunde vorher müssen wir da, 15 Minuten vorher müssen wir da sein, also eine Stunde. Und dann dürfen wir noch den Koffer umdingsen in meinen Rucksack und I und Ä und und. Und ich glaube, ich mache mit meinem Sudoku weiter. Hallo, so, wir sitzen jetzt im Bus und ja, wir fahren schon 20 Minuten. Aber wir sind einfach immer noch genau in der gleichen Stadt. Zu Fuß, wenn wir das laufen würden, wären das 2 bis 5 Minuten. Und wir fahren mit dem Bus in 20 Minuten. Und ich bin müde. Ich werde wahrscheinlich jetzt ein bisschen. Ich hätte eben versuchen zu schlafen. Vielleicht muss ich dann noch den ganzen Tag wach bleiben in dem Auto, was ich dann nach Hause fahre. Ich habe mich gerade gefragt, wie mein Autoschlüssel ist. Wo ist er denn? Den hat der Ding. Nee, den hat der für den Typ. Parkplatz. Aber zum Glück, safe hätte ich den verloren. Safe, safe. Das wir sind jetzt directly vor dem Flughafen. Und ich habe meine ganzen Reisunterlagen im Koffer drin. Die muss ich jetzt einfach rausfinden. Die Busfahrt gefühlt auch 2 Stunden. Nee, eigentlich nur 1,5 Stunden, aber trotzdem hat es gefühlt angefühlt 5 Stunden. Und jetzt stehen wir und gehen da gleich rein und müssen dann Condor-Dings da finden. Ich habe keinen Bock, ich will lieber da bleiben. Da war es cooler. Wir
Wir sind jetzt zu Hause angekommen. Es ist, wie spät ist es? Es ist 1:46 Uhr, also schon fast zwei. Es gab nicht nur ein paar Umwahrungen. Das Einzige, was mir auffällt zu Hause, sind die Bäume. Die haben angefangen zu blühen. Oh mein Gott. So. Ich gehe jetzt ins Haus rein. Ich bin übel fertig. Nach einem Stunden von fertig. So, ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, einen guten Mittag, einen guten Vormittag. Naja, nicht so sehr angenehm.